Hallihallöchen und willkommen zurück zu Hoko Live. Es ist immer noch Frühling. Guckt bitte da unten in die Ecke. Es ist immer noch Frühling. Spiel, please. Wann willst du mir den Sommer geben? Ich möchte Sommer. Bitte. Wie lang ist denn Frühling? Gibt es sowas wie einen Kalender? Ganz ehrlich. Oh. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht auspupern. Wartet mal. So, jetzt. Ganz ehrlich, ne? Handy, hilf mir. So, Hoko. Oh, ich kann nicht schreiben. Das ist grandios. Oh, nee, so schreibt man das auch nicht. So schreibt man das. Ha. So, Jahreszeiten. Ich kriege hier die Krise. Wie lange geht denn so eine Jahreszeit? Steht da nirgendwo. Haben wir hier irgendwo mal vernünftige Informationen über dieses Spiel? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Entwicklung, ja, ganz toll. Entwicklung hat 3 Jahre gedauert, aha. Wann kann ich es spielen, ja? Ja, steht da nicht. Das ist aber auch kein richtiger, vernünftiger Eintrag. Ach, Mann! Da muss ich in Ruhe nochmal irgendwie das Internet durchstöbern und nicht jetzt hier am Handy kurz. Dachte, ich finde jetzt mal eben schnell, so eine Jahreszeit dauert so und so viele Tage. Weil ich habe halt das Problem, das habe ich ja auch, glaube ich, letztens schon mal in der Folge gesagt, es gibt Sachen... Nee, der Bauernhof war da. Es gibt Sachen, die du ja nur im Sommer anpflanzen kannst, die du nur im Herbst anpflanzen kannst, etc. pp. Wenn wir jetzt ab... Unser Bäumchen wächst nicht. Warum wächst unser Bäumchen nicht? Brauchst du einfach so lange oder brauchst du auch Wasser? Wir haben kein Wasser. Und wenn wir die jetzt anpflanzen... Hallo? Wenn wir die jetzt anpflanzen und dann ist... ja... Also zum Beispiel noch Frühlingssachen anpflanzen und die wachsen bis dahin aber gar nicht mehr. Beziehungsweise dann ist auf einmal Sommer und dann gehen die uns kaputt. Das wäre belastend. Das fände ich nicht so gut. Deswegen bin ich so am struggeln, hier noch was Neues anzupflanzen. Ich gebe dir auch mal Wasser. Jetzt nicht so viel getan. Du brauchst wahrscheinlich einfach ein bisschen länger. Hi. So, wir gucken nochmal. Ich frage mich des Öfteren, ob ich auch so von der Sonne abhängig bin wie meine Feldfrüchte. Ja, ich wollte mal Sachen kaufen. So, zum Beispiel. Hier, der Spargel. Ja? Der wird im Frühling gepflanzt. Braucht 7 Tage. Wenn wir jetzt keine 7 Tage mehr Frühling haben... Was ist dann mit dem Spargel? Ist der kaputt, sobald Sommer ist? Wächst der weiter, auch wenn Sommer ist? Also... da habe ich zu wenig Informationen. Du kommst erst im Herbst, da können wir noch lange nicht dran denken. Du auch. Du bist im Sommer. So, Blaubeeren. Kann ich die jetzt schon pflanzen? Und dann sind sie bis Sommer gewachsen? Oder kann ich sie erst im Sommer pflanzen und ich kann sie jetzt noch nicht... Pass auf, wir machen... Was haben wir denn günstiges? Also, du warst ja recht günstig. Wir kaufen mal einen Spargel. So, das wären jetzt unsere Testobjekte. Jetzt kaufen wir ein Sommer... Ach, guck mal, du bist das ganze Jahr. Das ist natürlich auch praktisch. Die können wir dann natürlich... können wir natürlich mehr von kaufen. Karotten sind dann auch im Sommer, kosten nur 14...
20. Bouillette sogar nur 13. Egal. Tomaten nur 12. Pass auf, dann holen wir jetzt noch eine Testtomate. Hallo? Die kann ich jetzt sogar gar nicht kaufen. Okay. Die kann ich nicht kaufen. Gut, dann kann ich aber noch... Kann ich auch nicht kaufen? Warum nicht? Ach, weil er wahrscheinlich zu weit weg ist. Aubrey, lauf doch nicht immer weg, wenn man mit dir redet. Wo bist du denn jetzt schon wieder, Junge? Hallo? Kann doch nicht sein. Ey, Kollege. Ja, hallo, ich wollte Sachen kaufen und du haust einfach ab. So, jetzt probieren wir das nochmal. Ich wollte eine Tomate kaufen. Okay, er war wirklich einfach nur zu weit weg. Darf man nicht überlegen hier. Apfelbaum. Der braucht 9... Guck mal, da rennt der schon wieder weg. Der braucht 9 Tage, der Apfelbaum. Hier, kleinen Busch möchte ich bitte noch. Nehmen wir mal 2. Jetzt sind wir aber auch schon so gut wie wieder pleite. So. wir brauchen die Hake. Dann machen wir jetzt hier die Sachen, die wir auf jeden Fall für diese Jahreszeit noch vernünftig pflanzen können. So. Upsi. Wenn hier unsere kleinen Felderchens. Süß. So. Perfekt. Das waren... Ach, guck mal, wir haben hier nur das gekauft. Stimmt, was wollten wir denn noch holen? Und dann war er aber zu weit weg. Müssen wir gleich nochmal gucken. Aber wir haben jetzt eh kein Geld mehr. So. Dann pflanzen wir hier mal den Kohl. Sehr schön. Müssen wir gleich noch bewässern. Und dann machen wir jetzt, hier unsere beiden Testpflanzen hin. So. Den... Du bist das Frühlingsding. Du kommst dann dahin. Und du bist das... Sommerding. Klang schon nicht gut vom Pflanzen her. Okay. Warte mal, was hatten wir noch? Aubrey? Hab dich doch gerade noch gesehen. Hallo, Kollege. Ist er denn schon wieder da? Was hatten wir denn noch, was wir pflanzen wollten? Die Kartoffeln, ne? Oh, wir können uns nur 2 leisten. Ne, dann lassen wir das erstmal. Dann müssen wir gleich erstmal Geld verdienen. Gießkanne. Müssen unsere Pflänzchen noch bewässern. So, erstmal voll machen. Bin ich ja mal gespannt. So. Sehr schön. Ich hoffe, es gibt später eine bessere Gießkanne, ne? Die immer auffüllen. Oh. Natürlich belastend. So. Einmal hier. Und einmal hier. Gut. Dann beobachten wir das Ganze mal. Wie sich das hier entwickelt. Ich würde da gerne hin, ne? Da kommen wir bestimmt auch noch hin. Hm. Hm. Okay. Müssen wir einfach mal beobachten. So, damit haben wir die Feldarbeit für heute erledigt. Dann können wir noch in die Mine wieder. Zumindest die Special-Erze, würde ich mal sagen, abgrasen. Das sind so unsere Daily-Routine, ne? Felder, Mine. Und, ja, guck mal, da sind sie wieder alle. Hallöchen. Ach, guck mal, ich wollte auch die andere Spitzhacke verkaufen. Hier kriegen wir nur Kohle raus. Brauchen wir wahrscheinlich aber auch, ne? Wir müssen ja nicht immer alle abholzen.
würde jetzt so ein bisschen mehr auf Eisen und Silber gehen. Warum war da keine Kohle drin im Spiel? Damit wir da... Weil da ist kaum Kohle drin. Damit wir da dann einfach genug haben. Ihr seid auch alles Kohle. Stimme, bitte verlass mich nicht. Bitte. So, was haben wir hier dran? Ich sehe es nicht. Eisen, glaube ich, sehr gut. Ich glaube, das ist nur Kohle, aber das brauchen wir ja auch, um das Eisen einzuschmelzen. Ja, es ist dunkel. Mach dir doch nicht immer sofort ins Höschen. Das ist Kupfer. Da kommen wir noch nicht weiter. Da ist auch, glaube ich, alles Kupfer. Ah, ne, hier ist Eisen. Sehr gut. Das hört man theoretisch daran, wie die Spitzhacke da drauf klüngst. So, Eisen. Das war nur ein Steinstein. Dann nehmen wir das Kupfer auch mit. Ist ja egal. Werden wir auch mit Sicherheit für irgendwas noch brauchen. So. Dann gehen wir gleich nochmal eben kurz bei dem Silber gucken. Ja, es ist dunkel. Ich weiß. Ha. Okay, du bist ein normaler Stein. Egal. Nehmen wir jetzt mit. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Kohle raus. Schlulululululu. Haben wir alles eingesammelt? Ich bin mir nicht sicher. Los. Lauf. Das ist Kupfer. Das ist, glaube ich, noch Eisen. Dankeschön. Du bist noch Eisen. Langsam erkenne ich's. Na. So. Das da ist Kupfer, das ist Stein und beziehungsweise Kohle. Turm ist noch ein bisschen Silber. Silber ist nicht so, ne? Wow. Drei Knödelchen waren da jetzt drin. Wirklich. Dankeschön. Hey, hier war ja nichts mehr. Da kam man nicht weiter. Hm. Ist ja belastend. Es ist ja nicht so schön. Dann nehmen wir dich jetzt noch mit, so als Fruststein. Na ja, gut. Gehen wir mal wieder zurück. Dann huschen wir mal zum Händler, zum Moos. Gucken, ob er was Schönes Neues im Angebot hat. Erstmal hier durchschlängeln. Kupfer haben wir eine Menge, ne? Aber das brauchen wir aktuell gar nicht mehr so. Naja, wir können unsere Schmetterlinge verkaufen. Wir können gucken, was Moos im Angebot hat. Und vielleicht auch noch ein bisschen Holz fällen. Das ist uns ja auch eigentlich ausgegangen. Da haben wir nicht mehr so viel von durch die ganzen Grubenlampen. So. Husch. Und dann müssen wir mal gucken, was wir dann machen. Die Mine gern noch weiter erkunden. Und wir müssen echt mal gucken, wie wir das hier gestalten können. Also, ich tue mich hier, was das Gestalten angeht, echt schwer. Irgendwie fehlt mir hier so ein bisschen Inspiration. Ach so, das waren die gleichen Sachen.
Ja. Ich wollte was verkaufen. Guck mal. Ich habe wieder ein paar Schmetterlinge. Wo haben wir die denn? Achso, der kleine Busch. Stimmt, den muss ich auch noch einpflanzen. Hier und hier. Das ist jetzt nicht so viel Geld, wie ich mir erhofft habe. Unsere alte Spitzhacke, die können wir ja auch verkaufen. Sehr gut. Gibt auch ein bisschen Geld. Was macht denn so ein Barren? 41. Aber da wir da echt so wenig Erz von kriegen, nee. Lassen wir mal. Wieso hast du hier die gleichen Sachen wie... Ist doch ein neuer Tag, ne? Ja, wir sind aufgestanden und sofort in die Mine und so. Toll. Dachte, dein Sortiment wechselt täglich. Schlimm. So, hast du was Neues? Sieht nicht so aus. Kuhohren. Rinnnase. Nein, du hast auch nichts Neues. Ist doch verarsche. Wirklich. Es geht doch gar nicht. Hallo, komm her. Neue Insekten hätte ich auch gerne. Aber die kommen bestimmt im Sommer. Kommen bestimmt im Sommer dann. Schmetterling. Schmetterling. So. Was wollte ich jetzt? Die Büsche noch pflanzen. Können wir die hier bei uns pflanzen? Ist nicht hier so links und rechts ein? Pflanzt in einem Loch. Okay, müssen wir Löcher machen. Ist ja kein Problem. Da und... Da? Süß! Bin ich ja mal gespannt. Das wird interessant. So, was ich jetzt auch noch interessant fände, ne? Hier die Brücke. Es sieht nur nach Stahl, Holz und Stein aus. Ich weiß nicht mehr, was da alles benutzt wurde. Aber dann eine Menge Stahl, ne? Ich glaube, die können wir uns definitiv noch nicht leisten. Weg da. Weiß halt nicht, wie ich das hier gestalten soll. Das ist echt... Oh, 8 Silber haben wir zusammengekriegt. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, unser... Oh, Stimme. Unser Holz verlässt uns. Eisenerz. Auch nicht mehr so wirklich viel gehabt. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen Holz hacken. Und da muss ich mir echt mal überlegen, wie man das hier schön umgestalten könnte. Fangen wir hier vorne an. So optisch. Ups. Gibst du mir das Holz, bitte? Ja, immer einen Nadelbaumsetzling wieder rauskriegen, ist sehr gut. Wie haben wir denn da ein Loch gelassen? Wieso kriegen wir keine Setzlinge mehr? Hallo, ich brauche doch Setzlinge. Um neu anzupflanzen, Spiel. Ah, das ist ja ein Traum. 2 haben wir gekriegt. Von wie vielen Bäumen haben wir hier umgeholzt? Nein. Da. Ja. Haben wir die Löcher schon mal wieder für die ganzen Bäume?
Flup, 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 flup. Gibst du mir den da bitte auch? Danke. Ja, dann pflanzen wir unsere zwei Setzlinge. Wow, ich bin begeistert. Müssen wir neue kaufen. Aber nicht jetzt. So, ich zupfe jetzt noch ein bisschen Unkraut. So, was ich ganz schön fände, wäre, dass wir irgendwie einen Weg gestalten. Hier könnte jemand wohnen. Komm, wir versuchen mal so ein bisschen zu planen. Wer wohnte denn hier? Uleanna. Hier wohnte Tola, ne? Ja. Sollen wir mal... Komm, wir nehmen Tola mal mit. Tola, komm mal mit. Ich finde das so gut. Kannst die Häuser einfach hochnehmen und mitnehmen. So. Warum passt Tola hier nicht hin? Ach, schade, hier passt kein Haus hin. Objekt drehen. Ich könnte das Haus auch so platzieren. Oh! Oder rückwärts. Rückwärts geht, ja? Willst du mich veräppeln? Ach, so geht's jetzt auch. Okay. Ich will mich nur veralbern. Dann darf Tola... Hier, neben dem Wasserfall? Ja, oder? Hier, dann kann man da noch einen kleinen Sicherheitszaun machen. Flip. Da kommt man auch noch rum. Das ist sehr schön. Ach, es ging, glaube ich, nicht weiter nach hinten wegen dem Bau. Ist egal. Hier müssen wir gucken, dass wir hier irgendwas hinmachen, damit Tola nicht einfach in den Fluss fällt. Also irgendwie einen Zaun. Pass auf, das machen wir in der nächsten Folge. Da planen wir den Zaun. Machen da irgendwie was Schönes hin. Gestalten dann was Tolles. Ich glaube, das... Ja, da kriegen wir was Schönes hin. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsseli.